Ja, Löwe, was soll ich sagen? Eine Arbeit an sich selbst zahlt sich auf jeden Fall aus. Das ist dein Guide für September, wie ich das sehe, wie du dein Energiepotenzial für deinen persönlichen Wachstum und diesen krassen Quantensprung in deinem Leben gerade nutzen kannst. Wir starten, los geht's. Hallo und herzlich willkommen, mein wunderbarer Löwe, zu deiner persönlichen Dekodierung im Monat September. Hier auf The Funky Oracle, deinem ganzheitlichen Begleiter in die höhere Timeline, das Leben deiner Träume. Das Leben, das du schon lebst und dir selbst manifestierst. Meine Aufgabe ist hier und da, deine Augen sozusagen auf das zu fokussieren, zu lenken, was dir hilft, diese höhere Timeline wiederzusehen. Denn ich bin mir sicher, du hast dein Leben schon ziemlich gut im Griff. Und wenn du schon jammerst, dann jammerst du auf hohem Niveau. Nun lass uns hier diesen hohen Niveau entdecken, für dich nochmal polieren, sauber machen, sodass deine Brillen wieder sauber sind und sodass du alle Signale, Hinweise und zwischen den Zeilen Signale des Lebens wieder für dich entdeckst. Das ist so mein hoher Anspruch an die heutige Legung. Ich bin Xenia, der Funky Oracle, das Orakel, wie ich schon gesagt habe, für die höhere Timeline. Ich bin gerne für dich da, wenn es darum geht, dein Leben zu maximieren, deine Transformation zu verbessern, Lust an der Transformation zu finden und tiefer nach innen zu gehen, um seine eigene Kraft, sein eigenes Potenzial zu entdecken und in jeder möglichen Lebenssituation aufrechtzuerhalten und zu zeigen, weil ich selber so bin, weil ich selber so lebe und das auch zu meinem Beruf gemacht habe, unter anderem mit diesem Channel. Auf unserer Webseite thefunkyoracle.com findest du, sind wir da hier oder hier? Schon wieder vergessen, die Richtung. Auf unserer Webseite thefunkyoracle.com findest du 3D harmonischen binauralen Audios, die dir bei diesem Prozess nach innen gehens und deine eigene Kraft zu entfachen, zu generieren, aufrechtzuerhalten, zu nutzen, kannst du dir bestellen und dort benutzen, um, wie gesagt, diesen Prozess zu begleiten. Ebenfalls kannst du deine persönliche Dekodierung als Videoaufnahme oder als persönlichen Call mit mir für dich arrangieren. So, haben wir das alles gesagt. Nun möchte ich mit der Dekodierung beginnen. Wie du schon siehst, liegen die Karten auf dem Tisch. Ich habe mich schon meinerseits mit den Energien verbunden. Erlaube mir bitte auch meinerseits deinem Energiefeld beizutreten. Bitte like und kommentiere dieses Video. Abonniere gerne meinen Channel, trete zu unserem wunderbaren Funky Community bei. Ich liebe dich, ich liebe mich, ich liebe das, was ist. Ich bin die Liebe, ich bin das Licht, ich bin du. Alright, Löwe. Für die Liebe haben wir die Karte Die Welt. Große Arkane, größte Arkane eigentlich. Somit setzt du hier schon einen ziemlichen Marker für die Legung. Für deine Karriere haben wir das Reisen, für das Geld drei der Kelche und für deinen Seelenplan aus der Stäbe. Wenn ich mir die Karten anschaue und so einen ersten Eindruck von deiner Energie im September schon mal abgeben darf, sehe ich die hier, diese Welt kosten, viele Menschen treffen, vielleicht jetzt immer weniger, immer mehr Ausgewählte, aber auf jeden Fall durch das Menschsein diese Welt kennenlernen, im besten Fall die so kennenlernen, dass du die Lust am Menschensein nicht verlierst, weil ich kann mir auch vorstellen, stopp, du möchtest ganz groß in die Welt raus. Endziel, du willst dich auf der Welt wohlfühlen, du möchtest dich transformieren, wie ich vorhin gesagt habe. Ebenfalls sehe ich Unternehmungen, Reisen, die weniger mit Menschen zu tun haben, wo du ganz bei dir bist, allein oder mit deinen Nächsten. Fakt aber, du hast diese gesellschaftliche Ader in dir und diese gesellschaftliche Ader muss jetzt irgendwo implementiert werden. Wir werden gleich sehen, wie du es schaffst. Ich habe schon eine Ahnung. Ich sage gleich, dass wir im September stark von dem Merkur, der Jungfrau-Energie beeinflusst sind. Und die Jungfrau-Energie ist eine sehr, sehr pure Energie. Der Ursprung dieser Energie ist absolute Reinheit. Absolute, reine, weibliche oder menschliche Energie.
Reine weibliche Energie ist diese Energie vor dem Eisprung. Das Pure, das Unantastbare, das absolut Urige sozusagen, Quellhafte. Und verbunden mit deiner starken Anführungsenergie kann ich mir vorstellen, dass du dich an die Ahnen, an die Ursprünge, deine Kraft, deine Vorfahren vielleicht sogar auch gehen magst, entweder physisch oder in dich, in dir selbst, weil du womöglich an einem Punkt in deinem Leben geraten bist, dass du ohne dessen nicht klarkommst. Also hängt das womöglich auch mit deinem Aussehen, mit deiner Kultur, mit deiner Muttersprache. Ich kann mir auch vorstellen, dass du berufs- oder privatbedingt im September auf Reisen wirst und wie gesagt an die Kraftorte ziehen wirst, intuitiv, bewusst oder unbewusst, die dir bei dieser DNA-Regenerierung helfen mögen. Dort, wo wir aufgewachsen sind, sei es jetzt im vergangenen Leben oder wo unsere Vorfahren aufgewachsen sind, gelebt haben, dabei ehrlich gesagt spielt erstmal vorneweg keine Rolle, ob positiv oder negativ, wenn der Körper sich an etwas erinnern kann, auch wenn es ganz, ganz tief in deine DNA-Genetik vorhanden ist, wirst du das physisch merken, du fühlst dich gut, du kannst gut schlafen, also all das, was quasi ein Kind empfindet, wenn er zu Hause ist und das Zuhause ihn, dass man das Kind kennt, dass das Kind sich auch zu Hause fühlt sozusagen, ja, dass man dich kennt, dass du unter den Gleichgesinnten bist. Und hier, wie gesagt, kann ich mir vorstellen, dass du mit der Hypnose arbeitest, dass du vielleicht auch mit Drogen arbeitest, mit Mitteln, die quasi dein Bewusstsein erweitern. Vielleicht war es bis jetzt auch zu viel, deswegen mag es bei manchen auch gerade eine Blockade sein. Wo ist meine physische und mentale Grenze? Wie kann ich meine Physis, meine Mentalität anpassen? Wie kann ich meinem Körper, meinem Unterbewusstsein, was quasi physische Körper darstellt, irgendwo, so mitteilen, dass ich jetzt das und das und das und das machen möchte, dass er mir keinen Strike sendet, dass du quasi nicht krank wirst, dass du dich nicht verletzt und dass du nach wie vor Spaß am Leben hast. Wow, gut, das ist so allgemein. Liebe, die Welt. Internationale Liebe. Ich glaube, du hast deinen Stellenwert gefunden oder du wirst danach suchen. Vergleich mit anderen Menschen, dabei spielt kultureller Hintergrund mittlerweile gar keine Rolle irgendwie, kann ich mir vorstellen. Am Anfang vergleichen wir uns dort, wo wir aufwachsen mit denjenigen, dann in der Schule, dann auf Arbeit, im Studium. Wenn du das Land mal gewechselt hast, dann fängst du dich an mit den anderen Menschen vergleichen, die in dem Land aufgewachsen sind und so weiter. Das spricht, wenn dein Spektrum, dein Umgebungskreis breit gefächert ist und bunt ist, sind deine Vergleichskriterien mit anderen Menschen natürlich auch sehr, sehr breitfächig gesetzt. Als jemand, der an einem Ort aufgewachsen ist, unter Gleichgesinnten immer war, quasi in dieser ähnlichen Routine. Weder das noch das ist besser oder schlecht, ist halt wahnsinnig anders. Und ich kann mir vorstellen, dass du dir dessen bewusst wirst, dass du ein sehr internationaler Mensch bist. Und deswegen sehnst du dich jetzt vielleicht nach deinen Wurzeln, weil tief in dir drin sagt dir etwas, dass das etwas ist, was dir quasi so eine Stabilität bietet. Kann auch sein, du bist ein internationaler DJ und deine Business-Sprache ist Englisch, aber deine Muttersprache ist zum Beispiel Tschechisch oder Polnisch. Und das ist so zum Beispiel, wie du arbeitest, wie du mit dir selbst sprichst, wie du dich auf den Auftritt vorbereitest. Und keiner weiß davon zum Beispiel. Oder du entdeckst das für dich gerade, dass deine Kultur eigentlich ist gerade das, was dich antreibt. Dabei kann auch sein, dass deine Vorfahren richtig negative und traumatische Erinnerungen gesammelt haben, warum sie diesen Arbeitsdrang zum Beispiel entwickelt haben, ja, dass man immer arbeiten muss zum Beispiel. Aber dein Arbeitsdrang ist mittlerweile das, was dir Arbeit gibt, finanzielles absichert und was dir eigentlich so alle guten Dinge der Welt bietet. Also, ja, wo gehöre ich hin, wer bin ich? Das bist du dir, glaube ich, mittlerweile bewusst. Durch gute und weniger gute Erfahrungen. Manchmal ist die negative Erfahrung, wo es richtig wehtut, wo man weint, machtlos ist und glaubt, jetzt in dem Moment geht das Leben nicht mehr weiter. Man glaubt quasi wirklich fast schon am Ende zu sein. Kommt, wenn man über die Schwelle drüber ist, kommt man meistens auf den nächsten Level.
Und deswegen, wenn du hier zu diesem Video gerade so gefunden hast, wirklich dich wie Leonardo DiCaprio in diesem Film, wo er, glaube ich, Vergiftung hatte. Und man hat immer so Witze gemacht über diesen Meme, wenn man auf der Leg Day und der rollt sich so auf der Treppe runter. Ich glaube, das ist der Wall Street. Ist es der Wall Street Movie? Fakt ist aber, wenn du dich vor kurzem auch gerade so richtig beschissen gefühlt hast, wo du sagst, ich weiß es nicht, ich gebe auf, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr weiter, ich bin durch, ich ergebe mich, dann ist es meistens dieser Moment, bevor der Neo runterschlüpft und sich aus der Matrix befreit und zu diesem neuen Bewusstsein quasi erlangt. Also das heißt, du gehst gerade durch eine richtig krasse Transformation. Und in diese Transformation spielen ganz, ganz viele Dinge mit rein. Astrologie, geografisches Traveln, Verreisen. Wanderlust habe ich auch in meiner englischen Serie hier auf YouTube. Auf dem gleichen Channel hier auf The Funky Oracle habe ich englische Ausgabe. Das ist keine Translation, das ist Transkription. Ich habe das extra aufgenommen im Englischen. Ziel ist noch im Russischen live zu gehen, also supporte mich gerne in mehreren Sprachen. Also da habe ich für Löwen auch eine Wanderlust gesprochen. So, das heißt, ich kann mir vorstellen, dass du wieder so einen Kampfgeist entwickelst, dass du dich wieder messen möchtest, dass du dich wieder deinen Stellenwert da draußen sehen willst. Deswegen bist du vielleicht jetzt mehr auf Social Media. Deswegen überlegst du wieder, wo es hingehen könnte. Deswegen juckt quasi der, in Sachsen sagen die Menschen, Hymne im Nuschel. Dann hast du quasi so einen Hummel im Po. Ich sehe hier eine Andeutung auf, heiße geerdete kulturelle Frau, die zeigt, eine Frau, die zeigt, was ihre Kultur sie gelehrt hat. Das ist noch wichtig, wenn es um dein Aussehen geht. Vielleicht arbeitest du gerade dabei, weil dein Image, dein Aussehen eine wichtige Rolle für dein Leben spielt. Entweder einfach für dich, dass du sagst, gesundes Aussehen essen muss für mich, wenn ich müde träge und blass aussehe, dann stimmt mit mir irgendwas nicht. Also wenn es dein Anspruch ist, dann das ist dein Video auf jeden Fall. Also eine Frau, an der man ganz klar erkennt, sie steht zu ihrer Kultur. Man ahnt irgendwie, wo sie herkommt. Wenn es zum Beispiel so eine afrikanische Frau ist, dass sie den Schmuck trägt, den sie von ihrer Mama und Oma übernommen hat. Vielleicht wie sie ihre Haare pflegt, generell wie sie sich kleidet, sieht man so eine Frau immer an. Und wenn du zum Beispiel so wie ich auch in Russland oder USA oder Osteuropa geboren bist, aber mich auf irgendeine Art und Weise auf Deutsch verstehst, dann hast du auch einen kulturellen Background, hast du einen kulturellen Mix, empfehle ich dir auch herauszufinden, was du in dem Land, wo du geboren worden bist, auch wenn du dort nur 2 Jahre gelebt hast, spielt keine Rolle. Es gibt einen Grund, warum du dort geboren bist. Und jetzt muss dieser Grund, wahrscheinlich wie noch nie zuvor, richtig stark von dir heraus, von dir selbst herausgefunden werden, dass du diesen Stellenwert erkennst. Ich muss wirklich das ganz klar, ganz krass darauf pochen gerade und ganz stark die Liebeskarte betonen für dich, Löwe, damit du einfach erkennst, wenn du das für dich geklärt hast, wie viel Muttersprache ist in dir drin, dass du dir vielleicht zusätzlich Videos, Movies, Filme, Musik, alles, was quasi dir die Muttersprache, die Kultur, was in dir weckt, dass du das für dich herausfindest, das ist echt, wird dir wahnsinnig krass helfen und tatsächlich so transformativ frei und selbstbewusst zu sein und eigentlich in jeder Lebenssituation zu dir zu stehen. Fixierte Elemente spielen dabei eine Rolle. Löwe, Wassermann hat sie als Schmuck. Löwe, Wassermann, Skorpion und Stier. Das sind quasi fixierte Elemente, die etwas wie Emotionen, Verhalten, Ideologie, Mentalität so bis ins Detail sozusagen für sich herausfinden, erklimmen und irgendwie auch beherrschen. Du bist Löwe, du bist eines von diesem Quartett.
Das heißt, wenn du vielleicht Geschäfte baust, wirst du entweder intuitiv oder schau einfach nur darauf, dass du Geschäfte mit den fixierten Elementen baust. Also ich bin zum Beispiel Skorpion. Ja, ich bin Skorpion ist auch ein fixiertes Element. Anderes Element wäre Stier und Wassermann. Wassermann ist Mentalität, Stier ist Verhalten, Assets aneignen, physische Erscheinung, physisch beweisen, was man quasi predigt, ob man das auch praktiziert und auch physisch nachweisen kann. Löwe, du weißt ganz genau, dass bei dir geht es um die Ideologie, dass du für etwas brennst, auch wenn keiner an dich glaubt, dass du weitermachst. Das ist quasi dein Steckenpferd. Und Skorpion beherrscht Emotionen wie kein anderer und beherrscht quasi diese emotionale Stabilität, wenn das Boot schaukelt. Also baue gerne auf diesen vier Elementen, arbeite quasi mit dem Mittelwert sozusagen. Und dann wirst du ein Image, Umgebung, Beziehung, Situationen, generell Gefühl für dich im September kreieren, indem du dich wohlfühlst. Das ist eine biochemische Formel, die jeder Mensch für sich selbst erfinden, ertasten, erklimmen, berechnen soll. Und das geht nur durch Lebenserfahrung, die wohlgemerkt auch schmerzhaft sein muss, um quasi beidseits Grenzen zu verstehen. Wo es beginnt, wo es endet, wo ist meine persönliche Mitte sozusagen. Alright, Löwe, wie geht's weiter? Achte Stäbe. Unendliches Potenzial. Egal, wo du unterwegs bist, vielleicht sogar je mehr natürlich, je mehr offen, je kraftvoller die Orte sind, desto kraftvoller sind deine Ideen. Wenn du dich bis jetzt nur in der Stadt aufgehangen hast, in den letzten Monaten, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Monate, nehme ich an. Wenn du nur an einem Ort warst, es ist ein wunderschöner Ort, aber das ist vielleicht, wenn der Ort zu klein für dich ist, dann kann ich mir auch vorstellen, dass du bis jetzt ein bisschen stagniert bist, was deine Ziele angeht. Und das kann man ideologisch, visuell durch Social Media balancieren irgendwo, dass man sagt, okay, ich schaue mich mir diese Travel Destination an, schaue ich mir diese Dokumentation von anderen Ländern an und so weiter. Aber irgendwann muss dann was unternommen werden, das, was du dir angesammelt hast. Deswegen im September gerne verreisen, an die Kraftorte fahren, Pyramide, Berge. Berge sind verdeckte Pyramide. Also irgendwie dort, wo du dich allein fühlst, wo du dich kraftvoll fühlst, ein bisschen wie ein der Vogel, dass du diese Macht wieder spürst, dass du dich als Eroberer fühlst. Und hier nochmal persönliche Mischung rausfinden, wie viel Stoff, wie viel Antreib, Trigger, News, Nachrichten, deine eigenen Ideen brauchst du, um quasi deine Maschine anzumachen. Weil im September brauchst du diese liegende 8 oder stehende 8. Achte Stäbe, eine Maschinerie. Der Kopf weiß ganz genau, wie ihr an den Magen die Informationen runtersendet, dass du Bock darauf kriegst, ein Projekt zu machen. Ja, dass dein Unterbewusstsein sofort weiß, wie er sich verhalten soll innerhalb von Binnenminuten, dass du quasi eine Präsentation, PowerPoint, ein Projekt, ein Call, E-Mail, Post, Video, Aufnahme, Gespräch sofort erledigen kannst in der Qualität, wie du sie dir erhoffst. Ja, du hast eine ganz, ganz klare Vorstellung von den Geschäften, wie du sie machst. Und für dich, glaube ich, ist das größte Drama, wenn du dich nicht verkaufen kannst. Und verkaufen heißt, sich selbst nochmal kaufen. Also wenn du dich nicht geil findest, es ist geil, weil wenn du schon so weit bist, dass du erkannt hast, dass du dich nicht geil findest, hast du jetzt eine neue Chance, an dir selbst zu arbeiten und zu basteln. Sprich, hier kann ich mir auch vorstellen, dass du erkennst, dass why not? Warum kannst du nicht traveln und arbeiten? Arbeiten von unterwegs. Reiseprojekte machen, also quasi du bist smart. Finde heraus, wie du dir selbst diese Größe, diese Weite, vielleicht auch sogar verreisen an die Kraftorte schenken kannst und wenn du smart bist, vielleicht sogar so, dass du dafür bezahlt wirst. Ja. Aber so viel Eier musst du haben, deswegen muss das, was du kulturell gelernt hast, all die Tipps und Tricks, die du in deinem Land gelernt hast und die in Russland, alle Russen, alle Ukrainer, alle Bulgarier, alle Indonesen, alle Thailänder, alle Inder, jede Kultur hat etwas. Im Russischen sind es zum Beispiel kleine Wörtchen, so Sprichwörter, Insider aus den Filmen, russische Sprache, zum Beispiel russische Kultur, ist generell sehr auf Mentalität gebaut, auf Musik, Sprache und Literatur. Und
Ja, deswegen, und ja, russische Frauen machen sich immer zurecht, deswegen allejenigen, die sich fragen, wozu das ganze Geschminke, ich mache mir damit selber einen Gefallen, weil ich festgestellt habe, dass ich in Europa und eigentlich 19 Jahre am Stück in Deutschland und Leipzig lebend so ein bisschen meine Ästhetik verloren habe. Und ich konnte sie, schau mal, durch gesunde Beziehungen, durch klar viel arbeiten, viel erledigen, erleben und weinen, und Schmerz haben, klar, wie jeder Mensch, und sich daraus finden, wie gesagt, Beziehung, und jetzt an einem Kraftort leben, wie zum Beispiel Mexiko, konnte ich das mir selbst wieder zurückschenken. Das ist quasi mein persönliches Geschenk an mich, weil ich auch einen Anspruch, ästhetischen und visuellen Anspruch habe an diese Welt da draußen. Und ich glaube fest daran, dass wenn wir gesund und gepflegt aussehen, sagt es auch etwas über unsere Psyche, dass wir auch irgendwo ausbalanciert sind. Das muss natürlich alles im Balance gehalten werden. So, weiter geht's. Die Kohle. Wir haben von der Kohle gesprochen, von der sozialen Abhängigkeit gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass du gerade durch so eine finanzielle Bestrafung durchgehst. Und vielleicht habe ich das gerade zum ersten Mal so ausgesprochen, dass du das vielleicht auch tatsächlich so erkennst, finanzielle Bestrafung, weil du dich sozial minimiert hast. Du bist umgezogen, du hast dich zurückgezogen, du bist verheiratet, du bist älter geworden, du hast Kinder, du hast Traumas erlebt, Pandemie, du hast alles verloren gehabt, du hast viel gewonnen gehabt. Du hast auf jeden Fall sehr krass dich verändert. Und das hat deinen Umkreis auch wahnsinnig stark minimiert. Um dich drumherum mögen vielleicht nur die Menschen sein, die dich tatsächlich feiern. Es können auch die Fans und Follower und Kunden sein, die vielleicht schon lange dir folgen und dich lange kennen. Aber es mögen vielleicht nicht so viele sein, deswegen fühlt es sich so an, als hättest du weniger zur Verfügung. Und hier ist es eine spannende Brücke, die wir zwischen Geselligkeit, Menschlichkeit, wie viel sehe ich mich im Außen und vielleicht tatsächlich auch den finanziellen Fluss stellen können. Dass du vielleicht zum Beispiel erkennst, dass wenn du dich ganz krass zurückziehst und von keinem hören willst, dann ist es gut, du heilst das eine, aber das Finanzielle mag vielleicht darunter leiden. Weil allein einfach nur deswegen, dass du deine Kraft, Bock aufs Leben, Bock auf dich selbst durch andere Menschen ziehst. Nicht, weil du dich besser als andere Menschen siehst, das macht jeder. Du weißt, dass wenn du schon rausgehst, wenn du schon Menschen um dich herum sammelst, dann ist es ein Feuerwerk an Gefühlen. Dann ist es auf jeden Fall etwas, dass wenn du jemand wärst, den du quasi einlädst, den du dich selbst schenkst, du würdest wahrscheinlich in Hände klatschen, würdest dem Glück gar nicht glauben, dass du sowas Geiles in diesem Leben überhaupt bekommst. So eine Begegnung, so ein Geschenk, so Zeit mit jemandem wie mit dir selbst. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr geile Einstellung, Löwe, die sollst du nicht verlieren. Die wird dir wahrscheinlich im September bewusst, dass du mit Konsequenzen deine Entscheidungen lebst. Muss auch gar nicht heißen, dass du vielleicht weniger zur Verfügung hast. Das kann sein, dass du einfach nur höhere Beträge hast, aber halt weniger Kunden. Und irgendwie in deiner persönlichen Formel kommst du vielleicht auf ähnliches Geld, wenn jemand viele Kunden hätte, aber der Stundensatz oder die Produktpreise viel, viel geringer wären als bei dir. Also Fakt ist, so eine Brücke zwischen Mensch und Geld, du in der Gesellschaft und finanzielles Ansehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass du sagst, du hast gerade am wenigsten zur Verfügung, aber du fühlst dich am freisten zum Beispiel. Oder du wirst auch feststellen, dass es gar nicht ums Geld geht. Ja, weil du merkst, deine Energie verändert sich nicht, egal wie viel du zur Verfügung hast, ob viel oder wenig. Du arbeitest nach wie vor, du machst Sport, du gehst aus, du feierst, du kümmerst dich um dich drumherum. Also kann ich mir vorstellen, dass du für dich persönlich zum ersten Mal dich auch von dem Thema Geld löst, weil du erkennst, dass es nicht am Geld hängt. Das heißt, du hast dich womöglich auch durch das Geld abgegrenzt gehabt, weil du dachtest, du bist dann mit den Gleichgesinnten, wenn sie einen bestimmten Betrag verdienen. Und jetzt merkst du aber, dass es eigentlich um etwas anderes geht, um vielleicht eine Lebenseinstellung. Ja, dass man eigentlich eher positiv auf diese Welt schaut und tatsächlich versucht, jede Gelegenheit vielleicht zu nutzen, um Tassen hochzuhalten, weil du erkannt hast, wenn du es nicht machst, macht es keiner für dich. Also so ein bisschen egoistisch, aber du weißt, dass das ist so ein bisschen Jungfrau, kann man sagen. Vielleicht bist du Jungfrau-Mastendent.
Vielleicht ist dein Gegenüber Jungfrau und du schaust dir zum ersten Mal überhaupt eine Tarotlegung oder eine Jungfrau hat dich hierher gebracht. Jungfrau ist auch so egoistisch, kann man sagen, weil es da um die Gesundheit geht. Also mit der Jungfrau ist gesundheitlich nicht zu spaßen. Jungfraus Anspruch ist so ein ganz simpler, aber unabdingbarer für uns Menschen, menschliche Gesundheit. Und da muss man natürlich egoistisch denken. Zuerst muss jeder um sich drumherum kümmern, um den Schlaf, um die Hydrierung, dass man ausreichend trinkt, Sport macht, einigermaßen normal isst, einigermaßen Sport macht. Und wenn jeder das machen würde, einfach nur konsequent, selbst wenn diese Routine 10, 20, 30 Minuten dauern würde, aber wenn das jeder durchziehen würde, weißt du, würden wir in einer gesunden Gesellschaft leben. Du pflegst diese Körpergesundheit, das verehre ich. Das ist mega geil. Das ist, ehrlich gesagt, kulturell unabhängig. In den asiatischen Ländern, ich war noch nie in Asien, aber so Instagram, Social Media, sehe ich, dass dort der physische Kult einfach im Außen, im Freien trainieren, alle zusammen komplett natürlich ist. Und ich würde mir wünschen, dass es auch zu unserer neuen Fitnessrevolution in der westlichen Welt auch so ein bisschen rüberschwappt, wo man, aber ich glaube, das passiert schon mit ganz viel Freiluft, Fitnessanlagen und so weiter. Ja, also auf jeden Fall, hier geht es auch um eine gesunde Lebenseinstellung. Wir sprechen zwar hier vom Geld, aber ich spreche hier schon weniger um die einzelnen Beträge, sondern hier rede ich von deinem energetischen Zustand. Weil du weißt, selbst wenn du im Minus bist, wenn du hier gut bist, wenn du hier im Herzen gut bist und wenn du immer noch Bock hast auf ein gutes Essen und wenn du dieses gute Essen nach wie vor zubereitest, das ist der Jungfrauanspruch. Somit hältst du dich ganz einfach jung. Und am Ende des Tages, Geld spielt keine Rolle, wenn wir nicht gesund sind und wenn wir alt und krumpelig sind. Das wird auch irgendwann kommen, aber auch da muss man hier und eben hier und eigentlich überall in drei Zentren safe sein. Das heißt, positive Energie, Optimismus vor vielleicht anderen helfen, das kommt von alleine. Ja, sei gerne ein Vorbild, dass wenn du dich um dich drumherum kümmerst, wird auch dein Geld wachsen. Ich kann mir auch vorstellen, du bist ein Millionär, Billionär und du bist aber trotzdem, du gehst zum Sport, du machst das, was du schon vor 20 Jahren gemacht hast. Oder du machst das, was du in deinen Zeiten gemacht hast, wo du gar kein Geld hattest, weil du weißt, dass dich das rausgezogen hast. Also back to the roots, das macht dich wieder leichter, wieder jünger. Weil auch viel Anhäufen und viel Besitzen mag sich auch manchmal schwer anfühlen. Und dann fühlt man das Paradox. Ja, darauf hat man gearbeitet, um leichter zu sein, aber dann fühlt man die Schwere. Also Sport und Feiern generell ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, auch mit Gleichgesinnten zusammenzukommen. Yes, du musst unbedingt rausgehen, feiern, weil wenn es Krisenzeiten sind und wenn es Menschen immer noch nach wie vor gibt, die positiv draußen, die feiern, dann sind es die Gleichgesinnten. Da muss man nicht lange suchen. Punkt. Geil. Geil. Und da kann ich mir vorstellen, in diesem High-Vibe werden auch die Geschäfte entstehen. Da generierst du das Geld. Mega geil. Richtig geil. Deswegen musst du international sein, offen sein, schon da mit deiner äußerlichen Form signalisieren, wo du hingehörst, dass es anderen leichter fällt, dich quasi einzuordnen. Mega geil. Und deswegen ist es auch, verstehe ich, diesen digitalen Nomadenstil hier im September. Mega geil. Ja, das muss auf jeden Fall trainiert werden, das kann ich auch sagen. Ich lebe selber im dritten Land meines Lebens, komplett auf einem anderen Kontinent, anderes Klima, andere Kultur, andere Sprache, alles ist anders. Aber nach diesen 3 Jahren fast schon, kann ich wirklich sagen, dass, klar, unsere Audios, das rettet mir immer meinen gesunden Verstand, ist ein Muss, nicht umsonst vertreiben wir sie. Also ich nutze sie, das ist wirklich mein Retter, Audios und Sport. Kraftsport, Dehnung und auf jeden Fall Laufen. Ich bin ein totaler Lauffreak. Ich tanze sehr gerne, also feiern und tanzen ist auch meins, aber
Ja, das ist am leichtesten. Aber Sport ist auf jeden Fall das, wo man Ausdauer und Disziplin auf jeden Fall sich selbst beweisen muss. Also da kann man nicht faken. Da läufst du halt, da musst du halt, du arbeitest dann mit Zahlen. Also Sport ist auf jeden Fall ein Muss. Aus der Stäbe für den Seelenplan. Ja, du musst jetzt alles selbst anzünden. Das ist gut und schlecht zugleich, weil schlecht für das Unterbewusstsein, weil du quasi, weil Unterbewusstsein möchte animiert werden. Also dein Körper möchte schon irgendwie abgeholt, animiert, gebeten werden. Vielleicht auch, dass du angeschaut wirst, dass du was machst. Es ist gut für deinen Verstand, weil du hier der Erste bist. Also durch die Atmung findest du den Weg zu dir. Deswegen Wim Hof, jeden Morgen gerne mit 10, 15 Minuten einfache, simple mit Wim Hof-Übung beginnen. Du kannst gerne auch eines der Audios bestellen. Wir haben sogar integrierte Atemübungen in den Audios drin. Es kommen neue englische Audios, die richtig krass sind. Also es gibt auf jeden Fall viele, viele, viele Werkzeuge. Und wenn dir eines der Werkzeuge, die ich schon benannt habe oder was du auf der Webseite finden kannst, was dir helfen wird, bitte bedien dich dabei. Ja, hier musst du wieder Bock haben. Die Wärme muss aus deinen Händen kommen. Deswegen arbeite gerne im September auch nochmal durch Sport, Kundalini, Atemübungen. Nutze es für dich selbst. Bereite dich auf Termine vor, indem du Yoga-Übungen machst. Also fange an, jetzt quasi diese Business-Welt mit der spirituellen Welt zu verbinden. Du musst nicht im spirituellen Welt unterwegs sein, nutze das für dich selbst. Und später, wenn du dann merkst, du bist jetzt komplett durch mit deiner Schiene, dann kannst du wieder Coach werden und denjenigen helfen oder dort anfangen, vielleicht anzusetzen mit deinen Coaching-Einheiten, dort denjenigen zu helfen, die vielleicht gerade dort sind, wo du jetzt gerade bist, bevor du zum Beispiel diese spirituelle oder diese unterbewusste Welt für dich entdeckt hast. Weil wenn du mit dir selbst arbeitest, von innen heraus, so ein bisschen, ja, die Reprogrammierung, Unterbewusstseinsarbeit mit deinem physischen Körper, mit geschlossenen Augen, dann wirst du ganz, ganz krasse, noch mehr dein Potenzial selbst generieren. Du wirst dann quasi warm und wie ein Plastilin. Ich habe diese Klebemasse, Knetmasse. Ja, je wärmer deine Hände sind, je mehr Vorstellung du hast, was du machen musst, desto besser wird das Ergebnis. Und so ist auch mit deinem Leben. Je heißer bereiter du bist und je fokussierter du bist darauf, was du machst, desto besser ist das Ergebnis. Deswegen kann dir eigentlich wirklich nichts im Wege stehen, ob du dann in die Coaching-Schiene gehst oder ob du durch diese unterbewusste Arbeit einfach nur besser wirst in deiner Branche. Das gönne ich dir, wirklich vom Herzen. Nimm dieses Geschenk gerne mit. Kontaktiere mich gerne, wenn du persönlich mehr über deine Situation sehen möchtest. Ja, davoncaroline.com ist die Adresse. Oder hier in den Kommentaren. Like, kommentiere, abonniere. Wir sehen uns in anderen Videos. Und gleich im Anschluss siehst du eines der, du hörst auch eines der Audios, die du im Shop bestellen kannst. Bye bye. Ciao. I'm this power that I feel. I'm love and wisdom. Today I'm stronger.